335.000 Personen haben österreichweit letzten September pro oder contra Impfpflicht abgestimmt. Ja, knapp 20% waren dafür, über 80% waren gegen die Einführung einer Impfpflicht. Und jetzt soll sie trotzdem kommen, ab 1. Februar, sagt die Regierung. Die Verantwortlichen der Volksbegehren sind verärgert und wollen sich jetzt wehren. Und darüber sprechen wir jetzt mit Mitinitiator Werner Bolleck. Herzlich willkommen bei Nachgefragt. Herzlich willkommen, Dankeschön für die Einladung ins Studio. Ja, 80,39% ganz konkret aller, die teilgenommen haben, waren gegen die Einführung einer Impfpflicht, die jetzt aber trotzdem kommen wird, sagt die Bundesregierung. Was heißt das für Ihre Initiative? Ja, das heißt für unsere Initiative, dass leider die gewählten Politiker die direkte Demokratie nicht respektieren. Es gibt ein klares Ergebnis, dass mit 80-20, also deutlich sogar über 80 und knapp unter 20, eindeutig den Politikern auch mitteilt, was die Bürgerinnen und Bürger wünschen. Und das wird kalt ignoriert. Schallenberg hat sogar noch gesagt, keine Diskussionen. Jetzt ist das Ergebnis einer Volksbefragung natürlich nicht bindend. Voraussetzung ist nur, es muss im Parlament behandelt werden, wenn über 100.000 Personen teilgenommen haben. Das ist zweifellos der Fall. Jetzt hört man, die Behandlung im Parlament wird in den nächsten Wochen erfolgen. Aber was immer dabei rauskommt, ja, es ist 80-20 gegen die Impfpflicht. Aber eine rechtliche Konsequenz entsteht daraus für die Regierung ja nicht. Volksbegehren sind grundsätzlich ein sehr gutes Instrument, aber leider von der Konzeption her etwas veraltet, weil der Zeitablauf eines Volksbegehrens sehr, sehr lange ist. Das heißt, das war früher bei manchen Fragestellungen nicht so wichtig, aber jetzt, wo wir brennende Themen haben, die eine rasche Behandlung brauchen, ist die Routine des Volksbegehrens, also bis das Ergebnis, wir erinnern uns, am 27. September gab es das Ergebnis und bis heute hat sich das Parlament inhaltlich mit dem Thema noch gar nicht befasst und wir befürchten, dass aus strategischen Gründen diese Behandlung sogar nach den 1. Februar verschoben wird. Das heißt, man diskutiert dann eine Impfpflicht, die schon beschlossen ist, also demokratiepolitischer, ja, Wahnsinn. Ist in dem Fall tatsächlich eine schiefe Optik, aber wären wir ganz konkret. 269.000 Personen haben ganz konkret ein striktes Nein zur Impfpflicht unterschrieben. Das hört sich viel an am ersten Blick, es sind aber trotzdem nur 4,2% aller Stimmberechtigten überhaupt. Wieso leiten Sie daraus eigentlich eine Mehrheit ab? Diese Mehrheit stellt sich sehr, sehr klar dar, weil es waren ja alle Wahlberechtigten eingeladen an dieser Abstimmung, nämlich Ja oder Nein, teilzunehmen. Und mit dieser Kombination, dass man zu einem Thema eine Ja- und Nein-Frage stellt, ist es nicht nur eine verbesserte Umfrage, sondern es ist, weil es über das Instrument des Volksbegehrens läuft, wo man amtlich signiert, wie eine Wahl zu sehen. Also rein rechtlich wickelt das auch die Wahlbehörde von Österreich ab. Und wenn man jetzt überlegt, dass hier 335.000 Menschen teilgenommen haben, wovon 270.000 nicht ganz sich klar für das strikte Nein ausgesprochen haben, dann ist das eine ganz, ganz deutliche Aussage. Wie bei jeder Wahl, wer nicht hingeht, will seine Meinung nicht äußern oder hat keine Meinung. Ja, aber die, die eine Meinung hatten, waren eingeladen, sie zu äußern. Keine Frage, und da steht es 80-20 gegen die Impfpflicht. Keine Frage, das ist deutlich, dieses Votum. Aber trotzdem, es sind eben nur 4,2%. Jetzt können ja viele sagen, sie haben gar nicht gewusst, dass es diese Abstimmung gibt. Wir auf Krone TV haben ja viel darüber berichtet, aber nicht alle Medien haben das getan. Die Mehrheit daraus abzuleiten, wenn es 4,2% sind, ist dann schon auch durchaus gewagt. Ja, man muss ja da einmal berücksichtigen, dass auch bei Wahlen teilweise nicht einmal mehr 50% der Menschen hingehen. Hinzu kommt, dass eben Volksbegehren leider nicht so öffentlich beworben werden wie Wahlen. Da stecken keine großen Budgets dahinter
Und es kommt dazu, dass die Regierung ja gar nicht wollte, dass über dieses Thema abgestimmt wird. Und da haben halt dann viele Medien, vor allem jene, die am Tropf der Regierungsmillionen hängen, ORF an der Spitze, dieses Thema totgeschwiegen. Mhm. Das ist ein Manko unserer Demokratie, dass die Medien teilweise ihre Pflicht, die vierte Macht im Staat zu sein, nicht erfüllen. Krone TV danke ich dafür, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir unseren Standpunkt präsentieren können. Entscheiden muss immer der Bürger. Nur wichtig ist, da haben Sie vollkommen recht, Herr Koller, die Information sollte raus an den Bürger. Und der bildet sich seine Meinung und tut dann entsprechend. Jetzt haben Sie ja ein neues Volksbegehren aufgelegt, das auch schon unterzeichnet werden kann, das den Umstand, dass, wie Sie sagen, die Bundesregierung dieses Nein zur Impfpflicht nicht ernst nimmt, sozusagen wieder aus der Welt schaffen soll. Es ist die Aufforderung, dieses letzte Volksbegehrensergebnis ganz aktiv wahrzunehmen und nicht irgendwo am Sankt-Nimmerleins-Tag zu verhandeln im Parlament, irgendwo in einem Unterausschuss womöglich. Was hat es mit diesem neuen Begehren auf sich? Knapp einige Wochen nach der Publikation des Ergebnisses, dass 80% der österreichischen Bevölkerung gegen eine Impfpflicht ist, hat die Regierung dennoch verlautbart, das war so Mitte November, dass mit 1. Februar eine Impfpflicht kommt. Und diesen quasi Schlag gegen die direkte Demokratie, dass man das komplett ignoriert, was da rausgekommen ist, haben wir zum Anlass genommen, dass wir in einem zweiten Volksbegehren, das ist jetzt nur ein Volksbegehren, wo die klare Forderung dahinter steht, Impfpflichtabstimmung, Doppelpunkt, Nein respektieren. Das heißt, wir fordern jetzt die Regierung mit diesem Volksbegehren auf, das klare Nein, den demokratischen Volksentscheid, jetzt auch zu respektieren. Jetzt ist ja das ein Anachronismus. Die nötigen Unterschriften zur Einleitung eines Volksbegehrens, 8401 sind da nötig, die haben Sie bereits. Ja. Und trotzdem kann die Eintragung in dieses Volksbegehren rein formal erst in einem halben Jahr geschehen. In einem Zeitpunkt, wo, wenn alles so klappt, wie sich die Regierung das vorstellt, die Impfpflicht schon lange in Kraft ist. Ist das nicht irgendwie absurd? Ja, es ist absurd. Das Volksbegehrengesetz ist 2018 geändert und durchaus modernisiert worden. Also die Möglichkeit, mit Handysignatur und Bürgerkarte abzustimmen, war ein positives Ergebnis dieser Novelle. Mhm. Man hat aber übersehen oder wollte es übersehen, dass wenn ein Volksbegehren, das die Schwelle von 8401 überschritten hat und gleichzeitig in der Unterstützungsphase, in der wir uns jetzt befinden, auch die 100.000er-Hürde nimmt, einen abgekürzten Weg ins Parlament findet. Es ist völlig sinnlos, eigentlich, dass man jetzt circa 2 Monate abwarten muss, dann wird eine Eintragungswoche definiert und dann können die Bürger noch einmal eine Woche unterschreiben. Das heißt, es kommen dann sicherlich noch hunderttausende Stimmen dazu, was erfreulich ist, nur das Ganze verzögert sich wieder um Monate. Das heißt, unsere Forderung, die wir jetzt auch politisch artikulieren werden, ist, das Volksbegehrengesetz dahingehend zu ändern, wenn in der Vorphase 100.000 erreicht werden, dass es einen abgekürzten, direkten und sofortigen Weg ins Parlament gibt. Um nicht, dass es eine halbe Jahr wieder warten zu müssen, bis dann konkret das Unterfangen unterschrieben werden kann. Aber kommen wir zu den Zahlen, damit es jetzt nicht zu technisch wird. Werden Sie die 100.000 jetzt schon in dieser Vorphase erreichen? Ja, wir haben am 20. Dezember dieses Volksbegehren online geschaltet bekommen vom Innenministerium. Wir hatten bereits am 22., also am zweiten Tag oder dritten Tag, die 8401 erreicht. Das heißt, theoretisch hätten wir damals schon einleiten können. Mhm. Nur führt das Einleiten dazu, dass man dann 2 bis 3 Monate nicht unterschreiben kann und erst wieder auf die Eintragungswoche warten muss. Das reißt den gesamten Prozess auseinander. Die Leute vergessen, dass das Volksbegehren gegeben hat, muss man wieder in Erinnerung rufen. Wir stehen jetzt nach etwa 3 Wochen bereits bei 75.000 Unterschriften. Das heißt, aus unserer Erwartungshaltung sollte sich in etwa einer Woche
das Durchbrechen der 100.000er-Marke bereits einstellen. Und dann wäre es sinnvoll, dass wir damit sofort ins Parlament gehen können. Gut, das ist derzeit eben noch nicht möglich. Müsste eine Novelle jetzt kommen und eine neue Ordnung des Volksbegehrens. Kommen wir generell zur Impfpflicht. Das Gesetz, das die Regierung vorsieht, das wirbelt derzeit sehr, sehr viel Staub auf. Konkret gibt es mit Stand heute 101.018 Stellungnahmen, die in irgendeiner Art und Weise etwas an diesem Gesetz bemangeln, zu kritisieren oder auch zu forcieren haben. Das sind einzelne Stellungnahmen, die abgearbeitet werden müssen. Jetzt sagt die Bundesregierung, mit Anfang Februar soll das Gesetz in Kraft treten. Das erscheint kaum realistisch, dass man das wirklich seriös abarbeiten kann. In so kurzer Zeit über 100.000 Stellungnahmen, eine ganz enorme Zahl. Fühlen Sie sich da jetzt irgendwie auch schon noch bestätigt, durch diese Menge an Stellungnahmen irgendwie durch die Hintertüre doch sehr erfolgreich gewesen zu sein mit den beiden Volksbegehren? Ja, selbstverständlich, nicht? Weil die 80% der Bevölkerung, die gegen eine Impfpflicht ist, und da muss man sagen, es gibt auch sehr viele Geimpfte, die trotzdem sagen, eine Verpflichtung zur Impfung finden wir nicht in Ordnung. Ja? Mhm. Diese 80%, die es tatsächlich gibt, ja, und da können alle anderen behaupten, dieses Ergebnis ist nicht richtig. Es ist richtig, es war eine Wahl über die Ämter und somit ist das Ergebnis 80% korrekt. Und diese Menschen äußern sich jetzt natürlich und jetzt passiert wiederum Folgendes. 100.000 Menschen schreiben Stellungnahmen und kein Mensch in der Regierung kümmert sich um diese Stellungnahmen, liest diese Stellungnahmen. Es ist denen scheinbar egal, was da geschrieben wird, weil, dass das Gesetz kommt, steht ja fest. Also wo bleibt da die Demokratie? Wir dürfen Stellungnahmen schreiben, gleichzeitig steht schon fest, dass das Gesetz kommt. Also absurd. Hm. Die Demokratie geht in diesem Land langsam flöten. Jetzt zeigen ja einzelne politische Repräsentanten, dass sie nicht so viel von der Impfpflicht halten. Hans-Peter Doskozil etwa ist vorgeprescht, der burgenländische Landeshauptmann. Die FPÖ ist ohne dies dagegen und der Elger-Chef meldet technische Probleme, sodass ein Abgleich mit dem Melderegister im Februar und März vollkommen unrealistisch ist, frühestens im April, sagt er. Wie sehen Sie denn die Situation jetzt, unabhängig von Ihren Volksbegehren, was die Impfpflicht betrifft, ab Februar, wird sie kommen? Also unabhängig vom Volksbegehren kann ich das natürlich nicht sehen. Also wir sind der Meinung, dass unsere Aktivitäten und das klare Ergebnis 80%, manche Politiker, und da zähle ich also scheinbar auch Doskozil dazu, der immer ein scharfer Denker war, in diesem Punkt ist er scheinbar ein aufrechter Demokrat und akzeptiert den Volksentscheid, respektiert unsere Abstimmung oder das Abstimmungsergebnis des Volkes. Ich hoffe, dass es noch mehrere Politikerinnen und Politiker anderer Parteien gibt, die dem Beispiel Doskozil folgen, weil das ist klar, das Gesetz ist wiederum ein Huschpfusch, so wie viele Verordnungen und Gesetze in den letzten 2 Jahren, ja, völlig unüberlegt, völlig überbordend, ja, und nicht klar, einfach und lebbar sind. Also auch wenn eine Impfpflicht kommt, es wird wieder ein Chaos pur, wo keiner sich auskennt, wo die Verwaltungsbehörden hoffnungslos überfordert sein werden. Also der Weg, den Doskozil und viele andere vorschlagen, Motivation zur Impfung ist legitim und da sollte man dran arbeiten. Zwang, insbesondere, und das muss ich noch sagen, der Clubzwang der 183 Abgeordneten, den Impfzwang zu beschließen, also das ist ja an Perversion schon gar nicht mehr zu überbieten. Also man müsste mindestens den Abgeordneten das freie Mandat geben, dass jeder einzelne Abgeordnete seinen Wählern entsprechend verpflichtet entscheiden kann, wie er da stimmt. Passiert in Österreich ja viel zu selten, nur in echten Ausnahmefällen. Vielleicht ist das so einer. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ja, Herbert Kickl ist strikt gegen die Impfpflicht, hat er hier im Studio auch schon mehrfach verbal sehr intensiv in seiner Art entspricht, die auch dokumentiert. Haben Sie nicht aber trotzdem die Gefahr, dass jetzt Ihre Volksbegehren ein bisschen vor den Karren der FPÖ gespannt werden? Nein, diese Sorge haben wir überhaupt nicht, weil jede Partei, jede Organisation, jeder Bürger kann sich in der Sache hinter unsere Aktivitäten stellen, aber dadurch werden wir in keinster Weise vereinnahmt. Wir haben ja auch während der Abstimmung, als das Ergebnis noch offen war, in keinster Weise eine Bewerbung für eine Seite gemacht, sondern wir haben das Instrument der Abstimmung zur Verfügung gestellt. Und ich muss ehrlich sagen, wir waren ja auch überrascht, wie deutlich das Ergebnis dieser Abstimmung war.
Jetzt bestünden ja die Möglichkeit, informeller Gespräche mit verantwortlichen Politikern zu diesem Thema zu führen. Also wenn es im Parlament jetzt noch so lange dauert, bis selbst die ersten beiden Volksbegehren behandelt werden, könnte man ja mit dem Gesundheitsminister, mit der Verfassungsministerin, mit Kanzler oder Vizekanzler reden und dieses Thema quasi informell ein bisschen voranbringen. Wie ist denn da die Gesprächssituation seitens Ihrer Volksbegehrensinitiative mit der Politik? Also die Gesprächssituation ist da relativ dürftig. Wir haben schon mehrfach in der Parlamentsdirektion angerufen und gefragt, nicht, wie schaut das jetzt aus, wann geht da etwas weiter. Es gibt ein paar informelle Kontakte, nur die Politik blockt zu dem Thema ab. Ja, man will über die Impfpflicht nicht diskutieren, man will die Impfpflicht schlicht und einfach per Gesetz beschließen. Und deswegen ist es so wichtig, dass jetzt viele Bürgerinnen und Bürger wiederum Handysignatur oder Amt sich bewegen und ihre Unterschrift abgeben für Impfpflichtabstimmung Nein respektieren. Das ist der Titel des Volksbegehrens, das derzeit läuft. Bürgerinnen und Bürger sind aufgefordert, auch persönliche E-Mails an Abgeordnete zu schreiben, wiederum auch auf der Parlaments-Homepage zu kommentieren. Es gibt auch eine eigene Rubrik, wo zu unserem Volksbegehren, zu dem Doppelvolksbegehren Impfabstimmung kommentiert werden kann. Mhm. Da sind auch zig Zehntausende Stellungnahmen drauf und mehrere Hunderttausend Bewertungen mit Hand hoch zu den Stellungnahmen. Also es tut sich viel, die Bürger sind hochaktiv. Habe ich mir heute durchgelesen, gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Stellungnahmen auch zu Ihren beiden bereits jetzt schon 4 Monate alten Volksbegehren. Das Neue ist ja jetzt erst quasi in der Vorbereitungsphase und kann eben jetzt unterschrieben werden. Hat Herbert Kickl sich eigentlich bei Ihnen schon gemeldet? Wir stehen mit allen Parteien in Kontakt. Das heißt, wir machen es generell so, dass wir nicht mit einzelnen Parteien individuell Vereinbarungen treffen oder Gespräche führen, sondern wir informieren immer alle Parteien. Und wir hoffen, dass in allen Parteien es mehr und mehr Politiker und Abgeordnete gibt. Also wir hoffen zum Beispiel auch, dass die NEOS den Clubzwang zu dieser Fragestellung aufheben und ihren Abgeordneten freilassen, wie sie abstimmen. Weil NEOS, neoliberal, da sollte der Clubzwang nicht Fuß fassen. Bei den Grünen gibt es jetzt ja auch mehr und mehr Menschen, die sich also gegen diese stromlinienförmige Verhaltensweise der Grünen im Parlament und in der Regierung auflehnen. Also bei den Grünen gärt es auch. Also wir wollen mit dem aktuellen Volksbegehren einfach erreichen, dass die Menschen über dieses Thema und über die Impfpflicht noch einmal deutlich nachdenken und auch den Regierenden deutlich sagen, 80%, das ist zu respektieren. Was meinen Sie, wie viele kommen am Ende des Tages? Sie sagen, Sie schaffen die 100.000er-Hürde jetzt schon in dieser Vorphase und im Sommer dann, wenn die Impfpflicht möglicherweise schon in Kraft tritt, wie viele werden dann dagegen unterschreiben? Also so wie die Diskussion derzeit läuft und so wie sich die Regierung derzeit verhält, rechnen wir mit einem hohen Zuspruch. Und es ist durchaus denkbar, dass wir mit diesem Volksbegehren, das jetzt läuft, deutlich über die 335.000 der Impfabstimmung noch drüber kommen, weil ja immer mehr Menschen auch jetzt um das Volksbegehren Bescheid wissen. Da können wir durchaus auch ein Klimavolksbegehren oder ein Frauenvolksbegehren in diese Liga aufsteigen oder sogar übertreffen. Das ist unsere Hoffnung. Werner Bolleck, spannende Zeiten. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Gerne. Ja, ein neues Volksbegehren, also derzeit am Laufen, das die Regierung auffordert, die alten beiden Volksbegehren, die 80-20 gegen die Impfpflicht ausgefallen ist, ernst zu nehmen. Sie können weiterhin unterschreiben. Wir bleiben an diesem Thema dran. Demokratiepolitisch äußerst spannend, was sich da abspielt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir melden uns bald wieder. Auf Wiedersehen. Wiederschauen.